könnte man gar nicht hin. Nicht mal als er könnte da hin. Das ist so warm, Alter. Und dann kommt da so eine Spinne raus. Na, ich werd ange... Ach Gott. Was hast du für ein Problem? Du kannst mich doch nicht einfach anspucken. Und damit herzlich willkommen zurück zu Outriders. Oh Gott. Geh weg. Nein. Diese Mistviecher, Alter. Das sind halt so extrem viele. Sollte vielleicht einfach sich sammeln lassen, ey. Und dann einfach eine Fähigkeit reinhauen. So kriegen wir zumindest ein bisschen auf Abstand gehalten. Hallo. Boah. Es hätte eigentlich eine Dreifach-Trophäe geben sollen hier. Ich will auch nicht wissen, was es ist. Ey, Alter. Junge. Direkt Zombie-Modus oder Horden-Modus hier. Aber Gegner kann man die jetzt ja nicht nennen, ne? Muss man jetzt ja auch mal ehrlich sagen. Es sind keine wirklichen Gegner. Aber man meinen könnte, die Masse macht's. Irgendwie nicht so ganz. Was ist mit dir denn wieder passiert, denn? Mein. Wer ist er? Das sind irgendwie ganz schöne Krüppel. Was da? Alter. Jo. Alles klar. Ich werde hier einfach eingekalt. Ja gut, ne? Stirb, du Mistvieh. Yo, Alter. Wir haben ihn. Gerade noch gesagt, das sind keine wirklichen Gegner. Junge, was hat der denn, ey? Der war auf jeden Fall motiviert, ne? Könnte man so sagen. Könnt natürlich auch gerne in den Livestreams auf Twitch vorbeischauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Sahidi, ich bin jetzt auf der Brücke. Wo ist denn der Truck? Da sind alte Werkstätten beim Stadttor. Sie haben eine neue Fähigkeit. Die nehmen wir gleich. Alter, was kommt jetzt hier? Alarm oder was? So, mit der neuen Fähigkeit. Mal jetzt die mittlere, weil die hat ja nicht so viel Sinn gemacht jetzt gerade gegen die. Genau, und dann kommen wieder normale Gegner. War ja klar. Neue Waffen haben wir auch. Also bessere. Freundchen. Hast du irgendwas an der Stelle, wo es nicht sein sollte? Die Waffe ist geil. Die Waffe ist richtig geil. Oh. Ja, genau, ich fange noch an zu brennen. Haben jetzt auch eine Pumpgun. Wen habe ich getroffen damit? Keine Ahnung. Irgendwen. Wird schon erwischt haben. Oh, Alter. Ich bin immer noch überrascht über die Gewalt hier in dem Spiel, ne? Was du kannst, kann ich schon lange. Wow, 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 wow.
Perfekt. Oh, nicht perfekt. Dann machen wir den da. Na gut. Treff ihn. Halt ich um mein Aim, ne? Alter, was hab ich mit ihm gemacht? Also identifizieren kannst du ihn nicht mehr, ne? Muss man wahrscheinlich auch gar nicht, aber ja. Oh. Lebt er noch? Der lebt nicht mehr. Wer bist du? Wow. Wer bist du? Au, wer schießt mir jetzt wieder von hinten in den Rücken? Das war nicht so flow. Bin ja schon weg. Was ist denn eigentlich mit meiner linken Fähigkeit los? Ist die fertig jetzt? Ja, war nur verbuggt von der Anzeige. Ein, zwei Bugs hat das Spiel leider ja noch. Stirb halt! Oh, no. Das wird nichts. Ja. Boah, Leute, Alter. Wenn ihr wüsstet, ne? Wie viele Anläufe ich jetzt hierfür gebraucht habe. Ich habe mal auf die Nahkampf-, also auf die eigentliche Notfallwaffe, würde ich mal sagen, gewechselt. Die haut gut rein. Wenn man den trifft, dann haut sie gut rein. Dann ist auch der Boss eigentlich gar kein Problem. Alter, diese Fähigkeiten, wa? Die haut so raus. Perfekt. All weg hier. Einfach nur gut. So, wir haben jetzt Loot ohne Ende gekriegt. Und machen jetzt hier irgendwas. Aha, und jetzt? Was passiert hier? What are we doing? Ja, und jetzt? Ah, jetzt komme ich hier drüben hin. Ah, okay, verstehe. Hey, Sahidi, bin drin. Aber hier sind eine Menge Trucks. Sehen alle gleich aus. Ich hab den Koffer unterhalb der Fahrertür versteckt. Durchsuch okay. Einfach alle. Einfach alle Fahrertüren jetzt sowieso. Fahrertüren. Achso, wird mir angezeigt, welchen, ja? Gut, das ging jetzt. Wow, Alter. Ich dachte, er wäre gerade stehen geblieben. Okay. War anscheinend recht leicht, da zu hinkommen, ne? Und der ist ganz schön kaputt. Das erinnert mich irgendwie an den Beta-Moff, ne? Ich weiß es nicht von vorne. Hoffentlich ist es das wert. Oh mein Gott. Er ist intakt. Ein Satellitenablenk. Der letzte Satellitenablenk. Dann hast du danach gesucht, als ihr mich gefunden habt? Ja. Und er funktioniert? Wie? Der Koffer. Ist aus dem Jungmetall. Das schaumt ab. Er
Er wurde nie geöffnet. Die Elektronik darin ist vor der Anomalie geschützt. Und womit kann er sich verbinden? Mit der Flores. Ich dachte, sie wurde für die Kolonisierung demontiert. Größtenteils. Aber gegen Ende riss der Kontakt ab. Die Hälfte unserer Ressourcen steckt immer noch in den Nachschubkapseln da oben. Praktisch unerreichbar. Saatgut, Elektronik, Festplatten voller Daten. Alles außer Reichweite. Mit den Ressourcen könnten wir die Zivilisation neu aufbauen. Nur sind sie allesamt nutzlos, wenn wir keinen Ort jenseits der Stürme finden. Ich weiß, es mag wie ein Traum klingen. Aber uns, die wir daran glaubten, hat es motiviert. Darum also. Darum wollte She-Ra, dass ich dich hole. Sie will den Inhalt dieser Kapseln. Und was machen wir jetzt? Deine Frequenz. Mit ihr kann ich die Quelle des Signals orten. Ich muss irgendwo an eine hochgelegene Antenne. Kennst du denn eine? Ja. Eagle Peaks. Aber nicht sofort. Ich sag's doch. Niemand kehrt von diesen schwachsinnigen Missionen lebend zurück. Wow, Alter, jetzt muss ich sterben, nur weil er unbedingt den Bösen, also ja, am Leben lassen wollte. Einfach nur wow. Steht da irgendwas drauf? Keine Ruhe. Ruhe in Frieden, Jane. Da steht ja nicht mal was. Mann. Okay. Ja, wohin? Nach hinten. Okay. Ist das der Turm? Ja, aber die Seilbahn scheint defekt. Du kannst ja die Soldaten fragen, wie man sie in Betrieb nimmt. Was zur Hölle war denn das? Ich halte den Motor warm. Na schön, dann schauen wir uns doch mal hier um, hä? Was können wir hier machen? Sprechen direkt, wir sehen uns gleich wieder. Outrider, oder? Was kann ich für dich tun? Ja. So, Fähigkeitenpunkte sind ausgegeben. Da draußen ist was furchterregendes. Ich hätte gern so einen Flammenwerfer. Den hätte ich liebend gern. Ja. Funkturm wäre ganz gut. Beispiel. Die Seilbahn zum Funkturm. Funktioniert die? Nicht seit Rebellen sie kontrollieren. Die Gondel ist auf ihrer Seite. Du könntest sie ja brav bitten. Danke, ich verzichte. Was ist mit der anderen? Würde ich nicht riskieren. Fährt so dicht am Vulkan vorbei. Ist er aktiv? Naja, ab und zu spuckt er Lava. Aber da drin lauert noch was viel Unnatürlicheres. Okay. Was hat es mit dem Vulkan auf sich? Was auch immer da drin ist. Selbst die Rebellen halten Abstand. Wir haben es auf die harte Tour gelernt. Das Ding blieb im Nebel. Zerrte sie die Klippen runter und spuckte Feuer. Ich habe nichts gesehen, nur die Schreie gehört. Als wir die Gondel dann zurückgezogen hatten, war alles voller Blut und Asche. Also, wenn ich die Seilbahn nehmen will, dann muss ich mich zuerst um den Vulkan kümmern. Machst du Witze? Bist du etwa lebensmüde? Sag mir einfach, wie ich hinkomme. Oh. Übrigens. Ich bin Captain Dunham. Es gibt einen Weg, der ins Gebirge hinaufführt. Ja, dann machen wir mal den Vulkan, wa? Auf da! Okay, das war noch relativ schnell. Was haben die Soldaten gesagt? Zum Funkturm kommt man nur mit dieser Seilbahn. Wie wichtig ist dir der Funkturm denn? Nur da haben wir genug Reichweite. Wenn ich nicht zum Turm komme, um das Signal mit Hilfe deiner Frequenz zu finden, können wir auch gleich aufgeben. Dann mach's dir bequem. Wir werden eine Weile hier sein. Hat ein Date mit einem Vulkan. Ja, okay.
Alter, was, Alter, wie geil. Diese Eiszapfen, ey. Auch irgendwie komisch, oder? Vulkan und alles ist zugefroren. Aber hey. Links rum. Räume das Nest frei. Welches Nest? Hier, das da? Oh Gott. Was erwartet mich hier wieder? Irgendwelche Tierchen? Ach, ihr wieder. Ah. Hab ich angegast. Boah. Nimm das mal, du kleiner. Ja, ich glaube, der ist tot. Raus damit. Durch da. Ah, die Waffe ist schon geil. Immer so ein bisschen mehr Schaden macht. Die sind aber laut, die Dinger, ne? Dann sind die auch gar kein Problem mehr. Alter, jetzt machen wir halt lang mit den Soundeffekten. Auf da! Krieg das noch nicht auf. Ich muss jetzt alle besiegen, ja? Jetzt geht's. Oh Gott, Alter, ist die laut. Bläst hier fast die Ohren weg hier. Wieder beobachten. Ich will nicht. Ich kann ihn doch so gar nicht treffen. Wow. Keine Lust auf Tierchen. Kann jetzt treffen. Ja. Guck doch mal, Vogel, du hast da nichts. Ah. Easy. Alter, droppt aber auch nicht hier, ne? Leider. Oh. Ah! Kommt der nächste direkt. Und irgendwann kommen Granaten her. What the? Das sind Granatenvogel. Was hat der für ein Problem? Jetzt komm runter hier. Komm mal auf mein Level. Ist ein bisschen unfair so. Zum Glück habe ich so unendlich Munition mit der Waffe. Ah, da weg. Okay, 192 Schaden hat das nur gemacht. Schade. Boah. Die sind schon ein bisschen anspruchsvoller. Gerade weil sie fliegen und man die Fähigkeiten nicht so richtig nutzen kann. Die man eigentlich nutzen würde. Ja. Blub. Auch da. Echt jetzt? Wie groß werden die denn noch? Aber die Kunst, der wir auf dem Planeten begegnet sind, hat sich seit unserer Landung extrem schnell entwickelt. Okay. Auf sehr unnatürliche und tödliche Weise. Passen sie sich eine Gefahr durch die Anomalie an? Oder werden sie von der Anomalie... Ja, das ist eine riesige Spinne. Das ist doch scheißegal. Hauptsache, die kommen nicht nah genug ran, um dich zu fressen. Ah! Auf die habe ich ja keine Lust. Hol mir das Nest frei. Och nee, nicht du schon wieder. Die habe ich noch eine Rechnung auf dem Freundchen. Ist er jetzt geschildert oder was? Also ein bisschen. Kein Problem für die Waffe. Auch ihr wieder. Plopp. Oh, ich überlebe das. Warum? Oh, die Waffe macht genug Schaden. Alles gut. Na schön. Ihr wollt spielen?
Dann spielen wir halt. Aber die sind echt ein Witz, ja. Haben wir's? Nein, haben wir nicht. Jo, Alter, machen wir Halbtank. Oh. Ach du. Meine. Na? Auf, stirb, stirb. Geh drauf. Mach, dass du wegkommst. Monstrum, du. Du auch noch? Der will noch Stress, ne? Der will noch spielen. Aber hält er doch gar nichts aus. Ich muss sagen, wenn so viele Gegner kommen, dann ist das schon ziemlich intens, ne? Ziemlich unnatürlich aus. Was zur Hölle war hier los? Okay. Möchte ich nicht wissen. Passt schon. Ich meine, wir können ja überall hinreisen, das heißt, Schnellmissionen oder Nebenmissionen, die können wir ja dann immer mal wieder mitnehmen, falls wir sie brauchen. Aber erstmal steht hier für euch die Story im Vordergrund. Ah! Oh Gott, Alter. Ich bin so schreckhaft. Irgendwas. Nein, es kommt keine. Explosive Spinnen kommen hier. Ah. Wo bin ich hier nur reingeraten? Was sind das für Vulkanspinnen, ey? Da kommt die kleine Armee angelaufen. Ich spiele einfach mal der Waffe, weil die halt am stärksten ist zurzeit. Können natürlich auch auf andere wechseln, aber. Na? Ist die am stärksten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die MP war noch ganz gut. Die hier. Komme ich nicht rüber. Achso, hier. Gott. Blind wie sonst was. Okay, der Larvenspinne. Was? Ja, ne? Wir ziehen das durch. Da kann doch nichts leben, Alter. Stellt euch mal vor, ihr rutscht einmal ab und landet dann da unten direkt im Vulkan, ey. Könnte man gar nicht hin. Nicht mal als er könnte da hin. Das ist so warm, Alter. Und dann kommt da so eine Spinne raus. Wetten, wir müssen der direkt. Boah. Macht sowas nicht. What? Wie halte ich mich bei der? Achso, ich krieg konstant Leben oder was? Wow, Alter!